Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. In der letzten Folge haben wir jetzt die Sache durchgemacht. Und zwar, ihr wisst schon selbst, was hier abgegangen war. Und zwar hier bei Rusty Bucket Bay haben wir jetzt die ganze Welt abgeschlossen. Wir sind jetzt entweder nur in der Sackgasse gelandet. Oh ja, das ist jetzt der Weg zu Purple Gloop Swamp. Jetzt hört ihr mir ein Klicken auf meine Konsole, sorry. Ich tue mal jetzt weg meinen Controller unter meinen Tisch. Und drücke einfach jetzt blind auf die Tasten. Hauptsache weiß ich jetzt, wie ich jetzt steuern soll, ohne rüber zu gucken. Hier haben wir jetzt eine dritte Note. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo jetzt die Da war etwas in der Komplettlösung, Leute. Ich habe jetzt gerade gelesen. Man muss 640 Noten haben. Wenn ihr 640 Noten bereits habt, heißt das, ihr habt dann die Chance, die Tür freizuschalten zu Click Clockwood. Ihr wisst schon, was ich damit meine, ne? Die Frage ist jetzt, wo ist der nächste Schalter? Ich werde mich ganz bitter rächen und wie Stäbchen euch zerbrechen. Ja, wir kennen schon diesen Treibchen. So, ich glaube, ich muss jetzt da weiter runtergehen, aber ich glaube, der Piranha wartet auf uns schon für sein Mittagessen. Hm. So. Aber die Frage ist jetzt, wie kann ich das Wasser noch höher steigen lassen? Wie denn? Habe ich einen Fehler gemacht? Warte, ich mache jetzt die Kamera hier rüber. Ja, da ist noch ein dritter Schalter, aber wo ist der dritte Schalter nochmal? Boah, jetzt muss ich nochmal wieder cutten, oder? Okay, Leute, kurzer Cut. Ich schaue mal nach, wo jetzt der dritte Schalter ist. Also, bis ich den dritten Schalter gefunden habe, sehen wir uns wieder. Also, bis gleich. Als ob ich es ahnen würde. Tja, ich habe es endlich gefunden, wo jetzt der 420. Tür ist, also es wurde gesagt, der dritte Schalter funktioniert nur für 30 Sekunden und wir müssen jetzt in 30 Sekunden höher kommen zum nächsten Level, um den Schalter zu Click Clockwood frei zu machen. Also Zeit, den dritten Schalter mal zu aktivieren, denn jetzt wird es erst den richtigen höheren Zeitdruck dann gespielt, aber ich glaube, hier ist jetzt der nächste Puzzleteil. Yay! Ja. So. Was haben wir hier? Nichts. Es sind ein paar Röhre, aber ich weiß nicht, wieso sind da die Röhre hier. Oh, da war noch eine goldene Feder. Oh Mann, da ist noch diese tickende Zeitbombe. Die hasse ich so sehr. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Komm, geh hoch. Oh, da ist jetzt der Schalter. Ja, genau, hier ist es. Ja, die brauchen wir jetzt. Diese Tür habe ich jetzt natürlich gemeint. 640 Noten braucht man dafür und da haben wir schon 792 Noten. Hm. Attacke! So. Vielleicht klettern wir jetzt mal kurz rauf. Hier ist der Eingang zu Click Clockwood. Naja, aber da gibt es noch einen Weg nach oben, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ja, Tatsache, als ob. So. Hier braucht man 875 Noten. Ja. Was haben wir hier drin?
Euer Ende, ich lasse, ihr seid, ihr Würmer, ich bin die Krähe. Und ja, das ist jetzt auch der Raum zur Showdown für Grunthilda. Man kann jetzt direkt hingehen oder den Click-Clockwood abschließen. Aber ich möchte euch empfehlen, lieber den Click-Clockwood doch noch zu spielen. Denn ohne den Click-Clockwood habt ihr nicht so viele Noten und ihr kommt nicht mehr so weiter. Hier ist noch ein weiterer Weg. Schauen wir mal, was hier drin ist. Hier müsste doch irgendwann ein Schalter sein, um das hier freizuschalten. Okay. Wo bin ich jetzt gelandet? Okay. Da brauche ich jetzt natürlich einen weiteren Schalter zu aktivieren. Verdammt. So. Ah, und da ist der Schalter. Yay, endlich. Na gut. Wir betreten dann gleich Click-Clockwood. Wir haben uns schon gerade gewundert, wo ist der blöde Scheißschalter, aber da ist es auch schon. Wir werden auch diesen Ort dann auch gleich betreten. Sobald wir es dann hinter uns haben. Hier wird Click-Clockwood dann geöffnet. Ich weiß jetzt, es war jetzt ein unnötiger Part, aber jetzt haben wir endlich rausgefunden, wie es jetzt weitergehen soll. Ja. Ja, du mich auch. Aber jetzt brauche ich dann den Wasserlevel-Dingens dann doch nicht einsetzen. Dann wieso habe ich dann daher jetzt den Wasserlevel dann betätigen müssen? Unnötigerweise. Naja. Was habe ich da also in Scheiße gelabert jetzt für ein paar Sekunden zuvor? Ich habe keine Ahnung, wieso. Naja. Gut. Damit haben wir jetzt schon, haben wir dann bald halt halbwegs alles erledigt, so wie es aussieht. Komm schon, Kessel. Hä? Hallo? Jetzt geht's. Renn mit dir, Benjo. In den stinkigen Kessel, damit du jetzt ein bisschen stinkst nach. Ich will nicht sagen, das laute S-Wort. Sch, ihr wisst schon, was ich meine. Eher gesagt, wie Schweizer Käse. Stinkekäse. Na gut. Soweit, so gut. Wir können jetzt nur noch jetzt den Schalter betätigen. Aber wahrscheinlich erst im nächsten Part, denn Click-Clockwood wird erst im nächsten Part dann starten. Leider wäre das schon jetzt in diesem Part gewesen, aber trotz wegen großer Komplikationen und fragwürdigen Dinge, warum jetzt nicht das Puzzleteil-Plattform jetzt mal aufgetaucht ist und musste extra direkt zu Click-Clockwood gehen, um das Schalter noch zu betätigen. Und ja, ihr habt schon gesehen, man hat hier auch man kann auch früher zum Showdown zu Tutti gehen, um Tutti zu befreien. Aber reicht es jetzt für die 32 Noten, um Click-Clockwood endlich freizuschalten? Das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von Banjo-Kazooie. Vielen Dank fürs Zuschauen, gebt einen Daumen hoch, was euch gefallen hat. Und wir öffnen Click-Clockwood im nächsten Part für euch. Haut rein, euer Red Pocketendo.